Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Hofgeschichten. Heute an meiner Seite natürlich wieder die beiden Protagonisten Mene und Zwiebelpeter. Hallo. Hallöchen. Hi. Ich habe jetzt natürlich den Anfang von der Folge von deinem Gequatsche nicht drauf, weil es so schnell konnte ich die Aufnahme nicht starten, wie du losgelegt hast. Aber ja, er hat Hallo gesagt, liebe Zuschauer. Ja, sicher. Guckt ja eh keiner bei dir. Vermutlich. Ich bin aber ein netter Kerl. Du bist einfach ein Herzchen. 500 Gold. Ja, guck hier, mal, der Grünkohl, der wächst langsam. Mich freut sowas ja immer, ne? Okay, hier, der Müsli-Riegel, also, ja? Also man denkt ja, in Müsli-Riegel sind gewisse Cerealien oder irgendwas drin, ja. Dieser Müsli-Riegel, schweres Wort, setzt sich zusammen aus Eicheln, Ahornsamen und Kiefernsamen. Also ist sehr gesund, so wie er klingt. Sehr geil. Ja. Was hast du da in der Hand? Brilli? Was? Was hast du da über dem Kopf? Ein Ahornsamen. Ahornsamen, ja. Also, ich noch eine kleine Information. Ja. Wenn der Frühling zu Ende ist und der Sommer beginnt, ja, dann sterben uns alle Pflanzen weg. Was? Das heißt also, wir müssen halt darauf achten, dass wir nicht zu spät neue anpflanzen. Das ist doch scheiße, so, ist das. Dass die noch im Frühling fertig werden. Ansonsten ist es eine Fehlinvestition gewesen. Nur so. Wir haben Mist gebaut. Warum? Warum wir? Ja, wobei, es geht wahrscheinlich noch. Ah, er baut Zaun. Okay. Weißt du, wie man ein Tor baut? Das war ein bisschen kompliziert. Ich habe Müll gesammelt. Herzlichen Glück. Geangelt. Tor baut man doch einfach nur. Ja, du musst aber das zwischen zwei Dinger bauen, sonst geht's nicht. Also. Hier ist ein Tor. Genau. Ja. Gibt's auch ein Tor da oben oder was? Wenn wir das nächste Mal ernten, da der Zaun geht hier nach unten. Ja, da hier freilassen. Ja. Ich habe eine zerbrochene Brille geangelt. Ah, das hat ja auch schon. Ganz großer Angler bist du. Und zwar zwei Stück, also vielleicht kriegt er eine dritte. Kannst du die anziehen? Ich habe sie gerade im Mülleimer geschmissen. Theoretisch könnten wir hier auch eine Schmetterlingsfarm aufbauen. So, ich tue jetzt mal die Marmelade hier wieder rein. So, noch eine Brille. Jetzt gucke ich mal, ob ich die aufsetzen kann. Leute, ich gehe noch. Wir haben ja noch Geld. Jetzt können wir alles meinen Samen investieren. Ich gehe noch mal ein paar Samen kaufen. Ja, aber guck, dass die nicht zu lange brauchen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Tage der Frühling so hat. Und warte mal, wo hast du denn den Dünger hin? Oh, wir haben 100 Euro gekriegt. Immer alles in die Kiste. Dann dünge ich hier unten mal die untersten, die letzte oder vorletzte Reihe hier schon mal. Nee, hier, ich doch. Stand das nicht irgendwo? Sonntag, der 7. Tag haben wir. Ja, aber ich weiß nicht, wie lange der Frühling geht. Weiß ich gerade auch nicht. Das hier habe ich jetzt gedüngt, da wo diese Punkte drin sind. Oh, da ist einer, den ich noch nicht kennengelernt habe, glaube ich. Bist du? Kennengelernt? Brillenschlange? Harvey. Ups. Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Harvey scheint der Arzt zu sein. Also wir haben jetzt 10 Felder gedüngt. Jupp. Noch zwei Leute brauche ich. Nicht schlecht. Ich denke, man kann die nicht düngen. Was? Na, doch, du musst die Sachen musst den Dünger in den Boden bringen und dann kannst du da drauf anpflanzen. Pflanzt, meinst du? Genau, du wolltest ja Samen besorgen. Ja. Ah, was holen wir denn mal hier? Leckeres. Das braucht Samen. Ja, sagt er. Aber wir müssen auf jeden Fall dann irgendwann mal anfangen zu sparen, damit wir dann die Sommerpflanzen uns leisten können, ne? Ich brauche 32 Felder, Leute. Warum? Nein. Jetzt kauf keinen Baum, oder was? 32 Felder, Leute, jetzt go. Okay, dann Zwiebel, dann lass uns mal hier düngen, oder? Yes. Ich bin schon da. Oh nein! Dann gießt du, ich dünge. Ja. 31 Felder nur noch. Er hat einfach eine verschenkt. Ah, weil er immer die falschen Tasten drückt. Mit dieser Tastenbelegung, ne? Aushilfe gesucht. Brauche Sardine für eine kleine Mahlzeit mit frischem Brot. Pam. 120 Gold bei Lieferung. Mhm. Eine Sardine?
Hier kannst du schnell angeln. Ja, mach ich jetzt. Ja, bring aber erstmal die Pflanzen hier ein, damit wir nicht schon sonst gedüngt haben. Genau. One after the other. Haben wir Sardinen in unserem Teich? Keine Ahnung. Hast du jetzt hier abgezählt? Nee, wa? Nee, ich habe jetzt einfach mal gemacht. Okay. Ich hatte noch ein paar wilde Sachen hier. Also da, wo die Pünktchen sind, ne? Ja, ja. Genau. Was hast du denn jetzt geholt? Pastinaken oder was? Pastinaken. Pastinaken, du. Da gibt's in 4 Tagen richtig Kohle auf Tasche. Jojo. Also, wie gesagt, wir müssen dann halt gucken, kurz bevor Sommer wird, dass wir Geld haben, damit wir uns dann die ersten Sommerpflanzen auch kaufen können. Sonst stehen wir ohne Kohle da und ohne Pflanzen und dann wird's kacke. Ja, deswegen ist dann halt auch meiner Meinung, also es ist nur meine Meinung, aber ich glaube, es ist dann halt auch sinnvoll zu gucken, dass wir diese Quest mit dem Bauen von dem Silo und von dem Viehzucht, von dem Stall. Was sollen die denn haben? Weil die Viecher, die im Stall leben, die sind natürlich wetterunabhängig. Ja. Also, sag mal, was ist denn hier oben eigentlich in dieser Höhle? Ist das bloß so ein Gimmick oder ist hier irgendwas drin? Keine Ahnung. Okay. Da soweit war ich. Also ich war da auch drin, aber ich habe keine Ahnung, da war immer nichts. Ich habe da Fackeln reingesetzt, damit ich was sehe, aber. Fackeln? Okay. Ja, offensichtlich schon, ne? Jo, wo geht's denn eigentlich hier oben hin? Entschuldigung, Leute. Gesundheit. Ich bin nämlich ein Typ. Du bist Schlumpfine mit Bart. Die rülpst auch. Einen wilden Meerrettich habe ich gefunden. Geil. Und hier, was hier? Was bist du denn? Ein Lauch. Brille, ich habe dich gefunden. Wo findest du das? Ich bin hier mal nach Norden rausgegangen. In Schlumpfhausen wahrscheinlich. Oh, ich habe eine Venusmuschel gefunden. Eine Mupfel. Mene, ich habe hier was gefunden. Einen Lauch und der hat einen Stern. Ja, ein Stern heißt, er gibt mehr Leben zurück. Okay. Ja, beziehungsweise, wenn du es verkaufst, bringt es halt mehr Kohle, ne? Also mehr Geld. Ah, und hier oben, wenn man nach Norden rausgeht und dem Weg folgt, dann kommt man hier auf so einen Einsiedler. Aber wie benutzt man die Köder, die ich mal gekriegt habe? Weiß das jemand? Achso, nee, ich will irgendwas schenken hier, dem alten Linus da. Rennen wir uns also doch wieder. Jeder macht sein eigenes Nein, Thema, ich bin nur einfach mal nach oben rausgelaufen. Ich will eine Sardine fangen für Pam, damit wir Geld kriegen. Für Pamela. Ach so. Pamela Schmemmela. Ach hier, bei dem Einsiedler bist du. Ja, da geht's auch zum... bist du bei dem Einsiedler noch? Ich bin ja wieder auf dem Rückweg, weil ich ja gescholten wurde, weil jeder wieder was Eigenes macht. Aber ich seh dich gar nicht. Ich bin dir doch entgegengekommen. Was? Extra. Ich bin jetzt... Also oben neben der Höhle ist ja so ein Weg. Ach, da bist du. Ja. Dann sind wir gerade aneinander vorbeigerannt. Okay, ich zeig dir mal die Mine, zeige ich dir ein andermal. Da gibt's, glaube ich, auch eine Quest dafür, deswegen brauchen wir da jetzt eigentlich noch nicht hin. Okay. Was ist denn? Ja, schreibt was an. Fuck! Was hat er denn? Oh, Mene, was ist? Brilli, was ist? Ach, scheiß Fisch da, ey. Scheiß Minigame. Ja, das Fisch-Minigame ist echt übel nervig. Ich will den Schatz. Leute, wir kriegen das. Oh. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Ich bin zu schwer. Wie er alles liegen lässt, ne? Ja, weil ich voll bin. Nein! Ja, dann mach dich doch leer. Das kann doch nicht wahr sein! Mann, hör doch mal auf, mal rumzuschreien. Es sollte was Gemütliches werden hier. Ja, das ist so wahnsinnig. So, also ich muss ins Bett erstmal. Zumindest mich ein bisschen ausruhen. Ich bin komplett leer. Ich warte mal auf euch. Ja, ich komme auch gleich. In the bed. Am Lagerfeuer hängen geblieben. Wenn man sich an der Nase kratzt, dann wird es nicht mehr laufen. Ach, komm schon. Ab ins Bett jetzt. Ab ins Bett. Ich hole mir jetzt noch gerade die Sardine, Alter. Oh. Mann, es ist 9 Uhr. Wir müssen ins Bett. Erfrischendes Weißbier. So, jetzt. Oh, was zum Teufel ist mit diesem Spiel denn nicht korrekt? Kein Skill, der Junge. Minigame, meinst du? Ja, Mann. Dieses Angel-Minigame ist wirklich, da bin ich auch verzweifelt. Ich gebe das auch regelmäßig auf. Komm, nu.
Alter, ich bin gerade im Minigame. Jetzt sei mal gerade leise. Ich will diesen Fisch jetzt hier. Schaffst du eh nicht. Fischi, 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 Fisch. Fischi, 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 Fisch. Ey, der Ball geht so schnell runter. Das kann doch nicht der Ernst sein. Fisch, Fisch, Fischi, Fisch, Fischi, 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 Fisch, Fisch, Fisch. Und sonst so? Ach, man schläft so eine Runde. Bam! Ich überlege, ob ich nochmal aufstehe und noch was mache, weil... Oh, jetzt ist es ein Heilbutt, weißt du? Dann ist es aber ein Heilbutt. Ist ein Heilbutt nicht ein Salzwasserfisch eigentlich? Eine Sardine steht ja eigentlich auch. Salzwasser. Er ist doch am Meer. Ach so, ich dachte, du bist bei uns am See. Ich freue mich, wenn seine Energie gleich leer ist und er einfach nicht nach Hause kommt. Alter, ich habe noch drei Viertel. Ach so. Viertel, Alter... So, ich bin jetzt für euch. Ich bin jetzt gleich wieder voll. Also ich meine, dann stehe ich hier wieder auf. So. Da stehe ich, glaube ich, auch gleich nochmal auf. Meine Fresse, ey. Der Typ. Ich kann nichts dafür, wenn ihr euch dafür ausgabt, ich hier fischen gehe. Ach so, genau. So. Bob Ross steht gerne nachts mal auf und gießt die Pflanzen. Die sind doch schon gegossen. Störe meine Kreise nicht. Ich gieße, wann ich will. Ja, das ist so ein Witz. Bäm! Sardine, komm! Schon wieder ein Heilbutt. Gibt's hier nur Heilbutten oder was? Ja. Heilbutt. Gib mir jetzt eine scheiß Sardine. Sollen wir mich jetzt verarschen oder was? Machst du denn eigentlich für ein Riesending jetzt hier? Es wird spät, schreibt der Gerät. Ja, mir auch. Was baust du da? Was machst du da? Ich mach einfach mal den Boden. So, da habe ich was gefunden. Aha. Lehm. Wie, da findet man was oder was? Nee. Ja, da kannst du was finden. Nee, hör auf. Beim Umgraben kann man Dinge finden und wir brauchen wirklich alles. Also, es kommen ja dann, wie schon gesagt, in dem Community Center, wo wir ja nicht reingegangen sind, nach der Zwischensequenz, da sind dann wie so Quests. Okay. Und da muss man dann halt einfach Gegenstände hinbringen. Das ist alles. Und das ist aber teilweise nicht ganz ohne. Also, es sind. Aha, aha. Jetzt sagt das. Auch, weil wir uns ja eigentlich auskennen, müssten wir eigentlich auch von jeder Pflanze, die wir jetzt im Frühling anbauen können, eine aufheben für diese Quest. Ups, jetzt habe ich auch so gesehen seine Vogelscheuche weggemacht. Naja, sieht's ja nicht. Mann! Ah! Ich komme jetzt, es reicht mir jetzt. Endlich. Ich hasse das auch, dieses scheiß Angeln. Ich hatte den Schatz. Dachte, du wolltest einen scheiß Fisch fangen. Ja, mit dem Schatz. Unbefriedigend, zwei Heilbutts. Ich muss wieder ins Bett hier. Ich komme. Immerhin fünf Leben gesammelt, das ist schon mal gut. Ich sammle hier Scheiße aus dem Boden, echt? Hast du Farming, aber hast du schon auf Level 1, oder? Jetzt bin ich hoch. Der Typ bewegt sich nicht mehr, hat sich hingesetzt. Ja, hallo, ja. Scheiße. Ich hab's euch gesagt. Ja und, was passiert da? Stufe 1. Es kann halt passieren, dass du... dass du Sachen verlierst aus deinem Inventar, wenn du über Nacht... Okay. Ja, er hat nur gesagt, und dann auf einmal hat er die Augen auf links gedreht. Hey, kommt gleich, wenn du aufwachst, kommt gleich irgendwie so eine Text oder ich glaube Post. Du hast, glaube ich, Post oder so. Ich bin im Bett aufgewacht. Warte mal. Es hat geregnet, wir müssen nicht gießen. Yay. Ja, stimmt, ich habe Post. Lieber Herr Brilli, letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurde ein G für diesen Service in Rechnung gestellt. Ach, da ein Gravity. Oh, ein Gold. Wow. Lächerlich. Ey, was machst du denn da? Ich grabe, weil mir langweilig ist, während ihr eure Post liest. So, jetzt pass mal auf. Ja. Muss ich jetzt auch noch mal eine Vogelscheuche herstellen oder wie? Kann ich ja noch gar nicht. Für die Quest oder was? Ja. Eigentlich schon, wa? Weil ich habe die Quest nämlich auch noch. Ich muss auch eine herstellen, du hast recht. Ja, ist doch Blödsinn. Drei Vogelscheuchen hergestellt. Ja. Wo ist denn die, wie geht denn das, Vogelscheuche? Holz, Kohle, Fasern, okay. Junge Pam, die Sardine. Leute, bisher habe ich nur auf Sammeln eine plus 1, also eine 1. Bei Hofarbeit habe ich noch nicht. Dann lass das hat funktioniert, du musst selber eine herstellen. Was ist das denn? Okay. Das ist alles eine Kiste, was du dafür brauchst. Mädels, ich kann sie nicht bauen. Ich habe keine Rezepte dafür. Könnt ihr mich... Sagt dann nicht doch. Ja, dann bist du noch nicht Level 1 im Farmen. Ja, habe ich doch gesagt. Dann lass mich doch bitte mal die nächsten... Ich habe gerade ein bisschen Geld verdient. Dann gehst du mal 2, 4, 6 Bohnen. 6 oder 7 Bohnen kaufen. Ah, die dauern zu lang. Nee, mach was kürzer geht.
was schneller geht. Hast die Nacht, das ist einzige, was kürzer geht. Dann lass mich doch bitte mal die Farmarbeit dann erledigen. Ja, ja, deswegen sag ich's ja. Ja. Einkaufen gehen und eine Sardine. Wahnsinn. Ich krieg meine Haare nie wieder trocken, ey, echt. Ja, und das sagst du. Was soll ein Schlumpine dazu sagen? Ich bin ein Typ. Das ist der geilste Spruch, echt. Der macht erst um 9 auf, der Saftladen hier. Wer bist du denn eigentlich? Was bist du denn für einer? Gleich. Shane. Der hat doch lila Haare. Ich stalk dich, Shane. Ich stalk dich. Komm her. Ach Mann, ey. Nochmal. Angelst du immer noch, oder wie? Ja, hier kann man 22. Nicht. Man muss ans Meer. Du fischst ja nur so eine Pack Zeitungen und Brillen raus. So, 4 Tage, 10 Tage, 12, 6, 7. Kann ich auch hier angeln? Okay, dann kaufe ich Postinorgen. Da was? So, 12 mal Pastinake incoming. Boah, Treffer. Oh, ich weiß nicht, ob ich 12 Felder vorbereitet habe, aber ich habe ein paar Felder vorbereitet und schon auch gedüngt. Wonderful. Ich vielleicht mach halt selber, du musst ja eh... Ja, alles gut. Hey, ich krieg nur noch Heilgut, neuer Rekord, 28 cm. Nice. Ja, ich will aber nur so kleinen Mistfisch und den krieg ich in Inventar voll. Leck mich da am Arsch jetzt hier. Rille weg. So. Was hab ich denn hier? Eine Auster. Ey, Mene, komm mal bitte zum Wasser. Wo bist du? Am Meer. Ich habe mein Inventar ist voll. Wenn ich jetzt die Sardine kriege, kann ich die nicht nehmen. Okay, ich habe so wichtiges Zeug hier. Ich mache mein Inventar leer und dann komme ich. So, dann hauen wir hier mal das Zeug in die Erde. Wir müssen für mehr Cashflow sorgen, damit wir jeder für 2000 den Rucksack kaufen können. Ja. Cashflow? Sind wir jetzt an der Börse oder was? Hering, verdammt. So, jetzt habe ich nämlich hier keinen Platz. Wo stehst du denn am Meer? Einfach nur runtergehen. Runtergehen, wo die Viehzucht ist, ja. Muss man die jetzt hier nochmal gießen oder wenn es regnet, automatisch? Nee, automatisch. Einfach nochmal runter ans Wasser gehen, da wo der Willi war, stehe ich am Wasser. Achso, das ist nicht runter, das ist ja in die Stadt und dann runter. Ja klar, ans Meer. Von unserer Farm aus geht's auch nach unten. Ans Meer. Ja, Meer ist groß, wenn du mal M drückst. Ich räume noch mal ein bisschen auf. Okay, der hat die Sachen einfach weggeschmissen und der Hering ist jetzt auch weg. Wollt ihr mich hier verarschen? Schon wieder ein Buch gefunden. Hä? Da. Ja, toll, der hat die Sachen einfach weggeschmissen und die sind jetzt weg. Aber egal. Läuft bei dir, ja? Warte mal, nimm das hier. Kann ich dir das jetzt geben? Ja, du kannst mich anklicken. Und nimm den hier. Und nimm das hier. So. Hast du gerade Liebe angezeigt? Ja, klar, wenn du mir was schenkst. Ja. Das fand ich vorhin auch sehr strange. Schlumpfine. Nee. Werden. Ich bin ein Typ. Du kannst es so oft sagen, wie du willst. Du bist so Biene mit dem Bart. Jetzt lass mal eine Sardine holen hier für die Pam. Das ist nämlich nur noch an diesem Tag gültig gepresst. So, komm jetzt. Ja, ich hab sie. Boah, was ist das denn für eine krasse Sardine, Alter? Mit einem goldenen Stern. Na, die Alte. Tief. Hast du eine Premium-Sardine geangelt? Hat die Pam aber verdient, Alter. Wo wohnt Pam? Ne, die Pam ist ein richtig steiler Zahn. Im Trailer, oder? Der Pam ist der das Opfer da im Dings, ja. Sicher? Ja, Pam ist die Alkoholkranke da. Nee, Penny wohnt im Trailer. Ja, aber Pam ist die abgewrackte, Mann. Ja, die abgewrackte. Wo ist die denn? Ältere Dame. Bestimmt in der Kneipe. Ja, du suchst mal in der Kneipe. Warte mal. Oh, scheiße. Hier, in dem. Meine Energie ist gerade mal so richtig niedrig. Ich gehe mal pennen, Leute. Jetzt schon? Ja, ich hab nur noch irgendwie ein paar Striche und schon voll rot. Wo ist Pam am Tag? Ja, ich suche gerade mit. So, wird jetzt eine super Folge noch hier, der Rest bei mir? Während sich hier ganz langsam meine Erholung wieder nach oben kämpft.
warten auf die anderen Spieler und nicht auf Godot. Gold, ey, ich hab so Angst, Leute. Wieso, wir haben noch voll viel in der Pipeline, bist du mir dumm? Kannst du 2 und 3 nicht zusammenzählen? Ja, aber wenn der Sommer kommt, dann die Ernte haut ja dann auch weg. Es kommt so ja, schnell. Ja, der kommt jetzt noch nicht. Der kommt so schnell noch nicht, das stimmt schon, aber ich persönlich hab halt lieber immer irgendwie ein bisschen Puffer auf dem Konto. Wir werden schwimmen im Geld. Verstehst du? Super Fashion Girl Magazin. Haben sie dir jetzt angeboten, ne? Weil die denken auch, du bist ein Mädchen. Alter, hör dir meine Stimme, Mann. Ich finde Pam auch gerade nicht. Tut mir echt leid. Pamela. Ich habe Kiefernzapfen gefunden. Die alte? Nee, das ist die Oma. Nee, die nicht ganz so alt. Der hat seine scheiß Tür offen gelassen. Verdammt, ich kann trotzdem nicht rein. Da musst du erst besser mit ihr befreundet sein. Was ist sie denn, ey? Du dumme Kuh, ey, ernsthaft. Da! Das ist sie doch, oder? So, ich geh zum zweiten mal ins Bett. Mein Kopf. Wie mein Kopf? Wie gebe ich dir denn jetzt diesen? Du musst dir das schenken. Nimm's in die Hand und dann musst du anklicken. Genau. Oh, bleib doch stehen. Hier richtig den Fisch im Gesicht rumwirbeln. Hallo, Pam. Oh, du hast mein Gesuch gesehen. Den Aushang. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen. Hier ist dein Geld. Ja, wo denn? Hä? Kriegst du vielleicht mit der Kiste geliefert, oder? Nee, musst du anklicken. Achso. Ist das Joey? Lea. Lea ist bei mir zweite Wahl. Falls mit der einen nicht funktioniert, da knall ich die Lea. Ah. Ich habe übrigens wieder eine Geode gefunden. Ja, kannst behalten. Hey, was sind das für Töne, sag mal? Der Saloon füllt sich wieder. Ich hab Samen gefunden, den ich einpflanzen kann. Irre. Aber es gibt keine Leute mehr, die ich noch kennenlernen kann. Zwei fehlen mir noch. Ja, mir fehlen auch noch welche. Hast du den Typen oben, diesen Einsiedler, wenn du hier nördlich bei uns aus dem Lager rausgehst? Hast du mit dem schon gequatscht, Billy? Nee. Dann tu das doch mal. Mir macht's immer tut. Was ist das noch für ein Geräusch? Was ist denn das hier für ein Altar? Dein Herzschrittmacher wieder leer, oder was? Ich habe hier so einen Altar gefunden, oder irgendwas. Wo denn? Alter. Hinter dem Haus von dem hier oben. Ich weiß, okay. Ja, sprich doch mal damit. Ja, ich mache ja gerade mal weg. Wo ist hier jemand nördlich? Warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Großvater. Warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Wo soll hier der Großvater. Wenn du nördlich da rausläufst und dann einfach dem Weg folgen, dann kommst du an so ein Zelt mit so einem... Ja, von nördlich von unserer Farm, aber es ist auch nördlich der Stadt. Ja, ich bin da. Ach so, ja. Aber da ist dann so ein... Da ist so ein Yogi eigentlich. Ach so, kann sein, dass der nicht da ist. Linus ist im Zelt, alles klar. Ja, genau, ich, der. Der Wildnis ist alles, was mich interessiert. Ach, Linus, du kleiner Typ, ich bleib bei dir. Oh, da hat 27, einer fehlt noch. Einer. Der kann doch nur hier sein. Ja, guck mal in die Abenteurer-Gilde, da ist der bestimmt. Abenteurer-Gilde? Da muss man weitergehen. Und da wurde aus. 9 bis 20 Uhr, ganz toll. Vor 20 Minuten geschlossen. Ja, super, was für eine Gilde, ey. So. Hier drüben werden. Naja, sehe ich doch direkt. Das sehe ich was denn? Direkt. Hier drüben waren auch noch Felder. Ja, ich dachte, die sind für die... Achso, nee, Quatsch, kann ja nicht sein. Leute, wo bin ich hier? Ich bin voll auf dem Geheimnisspart. Alter, wenn ich hier angel, gibt's bestimmt ein mega krasses Spiel. Ja. Ah, wenn man hinguckt, sieht man sich ja. Du bist an der Mine. Aber da kriegen wir noch eine Aufgabe. Von daher noch nicht spoilern. Wir müssen doch auch sowieso noch mal ins Gemeindehaus, ne? Also, hast du doch auch gesagt. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Boah, das würde ich dann am nächsten Tag machen. Aber ja, Kaulbarsch, Alter, 48 Zentimeter.
Das ist den, ja wie mein Glied. Den trägt der jetzt immer bei offener Hose vor sich her. Wunderbar. Ich bin so. Nämlich ein Typ. Ich. Ich geh pennen. Oh, ich hab eine Joja-Cola gefunden. Okay. Die kannst du verkaufen, ja, für 75. Echt? Da habe ich gerade geangelt. Bei uns auf dem Stück. Gucke, gucke, der Typ hat sie nämlich, der so aus der Kiste geholt hat, sie weggeschmissen, genau. Jetzt komm, pennen. Ja, verkaufst du auch. Brilli auch. Ja, ich bin noch hier am Fischen. Ja, dann fisch morgen weiter. Zack, boom! Gaubasch, nur 30. Zack, boom, hast du jetzt Gefallen gefunden am Minigame oder was? Ich bin einfach der Profi. Du bist mal der Pro-Fishing-Guy. Wann sind wir letztes Mal nochmal umgefallen? Bei Rot auf jeden Fall. Glaub, wenn er schon sagt. 2 Uhr nachts, glaube ich, aber bin mir nicht. Achso, stimmt, sicher. Uhrzeitmäßig spielt es ja auch noch eine Rolle, ja. Zack, und ein Krapfen, alle 81. Also ich bin ja der einzige Typ, der hier pünktlich ins Bett geht, wa? Ihr seid ich bin so. Auch im Bett. Ich bin auf dem Weg. Ich komme. Ich leg noch die Fische in die Box. Weil das gibt ordentlich Asche hier. 81 cm Karpfen, Leute. Boah. Holla. Boah. In die Box oder soll ich damit mal Zeug schlafen? Dein Fischgeruch kannst du in deine Hose lassen. Schlag ihn uns so richtig schön um den Kopf, genau. 81 cm. Spatz. Lass die Schuppen nur so fliegen. Ich bin ein Typ. So. Das hässlichste Haus hat übrigens Mähne, habe ich das Gefühl. Du hast sie gebaut und zugeordnet. Weißt du wieder, wo die Prioritäten sitzen, Schlumpfine? So. Okay, ich geh pennen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Level up. Oh, Level up, Minenarbeit. Eins. Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept. Kirschbombe. Leute, guckt euch das mal an, was wir Geld machen durch mich. Ja, sollen wir jetzt. 34, Alter. Sollen wir jetzt noch einen goldenen Thron bauen oder was? Guck mal. Hier, der Kaulbarsch oder Karpfen, Leute. Ja, Geld ich. Ohne Ende. Mach weiter. Wir gucken jetzt hier, Men und ich gucken 9. Tag im Frühling an. Ja. Drück. Ja. Drauf. So. Wir müssen doch auch mal Tschüss sagen. Das war's jetzt, oder nicht? Ja. Ja. Das war, ne? Leute, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Hier bei Let's Sleep, die Hofgeschichten. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.